zweiter Saugmotor, sequenzielles Getriebe, große Bremsanlage. Also auch das sind natürlich richtig schöne reinrassige Rennfahrzeuge, die aber nicht ganz so hoch drehen wie jetzt der Punto. Aber der hat sich der Abstand doch schon um einiges vergrößert. Ja, das Meer ist zwar spektakulär, aber es kostet einfach Zeit. Kleinen Tundro Super 1600, auch die so ungefähr 220, 225 PS an der Vorderachse. Weil das überhaupt nicht mehr ist.